Hallo und recht herzlich willkommen auf unserem Video-Channel Borgi Tech. In dem heutigen Video geht es wieder um unser Familienprojekt, und zwar Familienprojekt Meerwasser- oder Seewasser-Aquarium. Und wir haben in dem letzten Video, da warst du nicht dabei, haben wir berichtet über Cyanobakterien, die natürlich keine Cyanobakterien waren, das war ein Irrtum. Wir haben die sogenannten Kieselalgen als Cyanobakterien identifiziert und das war nicht ganz richtig. Also viel zu viel Alarm auf höchstem Niveau, obwohl es keinen Alarm eigentlich zu geben hat. Dennoch haben wir, wie ihr sehen könnt, im Hintergrund einige Probleme zu bewältigen und darüber wollen wir mit euch in den folgenden Minuten diskutieren. Auf geht's, dranbleiben! Video habe ich behauptet, dass wir Cyanobakterien haben, aber Cyanobakterien ist eigentlich die falsche Bezeichnung, denn wir hatten rote Kieselalgen und zwar ist das völlig normal, musste ich lernen, und zwar wegen dem Lernen. Einmal habt ihr mir das gesagt und zum zweiten habe ich mir ein Buch zugelegt, und zwar das Meerwasser-Aquarium von der Planung bis zur erfolgreichen Pflege. Dieter Brockmann, das habe ich mir zugelegt, hatte sehr gute Bewertungen bei Amazon gehabt und deswegen dachte ich, kann nicht verkehrt sein. Das ist sozusagen ein Einsteigerbuch. Hier wird Schritt für Schritt einem erklärt, was man machen sollte und was einem über den Weg an Problemen laufen könnte. Und diese Probleme sind halt bei mir auch eingetreten, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Das Aquarium, das ist jetzt gerade erst angegangen. Aber es ist definitiv, ja, die Steine, die immer weiß waren, sind braun und überall sind so kleine braune Büschel. Ich werde das gleich mal im Video einblenden. Sind überall so kleine braune Büschel, die vermehren sich wie verrückt. Der Boden ist mit so einem, ja, so einem bräunlichen Belag versehen. Der ist seit 14 Tagen haben wir den, ne? Der war zwischenzeitlich mal weniger geworden, dann ist er wieder mehr geworden. Und laut dem Buch kann das eine ganze Weile dauern, je nachdem. Wie gesagt, wir haben das jetzt seit 14 Tagen. Die vermeintlichen Cyanobakterien haben sich als rote Kieselalgen herausgestellt. Ich hoffe, das sind jetzt, ist die richtige Bezeichnung. Ja, das ist gegenwärtiger Stand. Des Weiteren, ich habe euch schon gerade gezeigt, haben wir uns dieses Buch zugelegt. Ist sehr informativ. Viele Fehler, die wir gemacht haben, haben wir da drin wiederfinden können. Ja, und in diesem Buch wird auch beschrieben, dass die Einfachphase locker mal ein Vierteljahr dauern kann. Also ich glaube, man braucht hier bei diesem Hobby Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Geduld. Ich dachte, du willst den Mund vergessen. Ja, was werden wir heute machen? Also, wir wollten euch, wie gesagt, nur mal kurz auf Stand bringen. Also Wasserstandsmeldung 3.0 ist das, glaube ich. Wir sind jetzt momentan so an einem Punkt, dass wir, dass wir uns dazu entschlossen haben, regelmäßig einen Wasserwechsel durchzuführen. Es wird in diesem Buch auch dazu geraten und auch einige YouTuber von euch haben diese Empfehlung ausgesprochen. Ich habe mich oder wir haben uns für diesen 10%igen Wasserwechsel entschieden. Den werden wir jetzt gleich mal durchführen und möchten euch zeigen, wie wir das machen. Und was wir für Geräte dafür haben. Genau, was für Geräte wir haben. Wir haben uns da eine Pumpe zugelegt. Wir haben, ich glaube, das habe ich in einem Video schon gezeigt, dieses Waldhalsfass, zwei Stück haben wir uns davon zugelegt. Absaugschlauch haben wir uns zugelegt. Was war das denn noch? Haben wir sonst noch irgendwas? Und am Schlauch ist so eine Glocke, damit man diese braune Schicht vom Sand runter machen kann. Damit man die einfach absaugen kann. Mhm. Und der Sand landet dann in dem Fass und den Sand kann man einfach wieder reinkippen, dauert genau eine halbe Stunde oder 15 Minuten bei der Menge, dann ist das auch wieder klar, das Wasser. Hat beim letzten Mal super geklappt, ne? Ging rasend schnell. Haben wir letztes Mal überhaupt dann nachgefüllt? Bitte? Dann ja, ich habe den wieder nachgefüllt gehabt. Und das Interessante ist, dass die Fässer sind weiß. Und wenn man das Wasser abpumpt, wenn man so ins Becken guckt, sieht man das erstmal nicht. Aber übrigens, nicht wundern, wir haben hier oben seit gestern eine 6 mm starke Plexiglasscheibe.
uns zugeschnitten und draufgelegt, weil wir hier im Wintergarten doch einiges an Kondenswasserproblemen bekommen haben. Dieser Wintergarten ist aus pulverbeschichteten Aluminium und diese Metallstreben, die sind halt, werden kalt in der Nacht und dann kondensiert das ganze Wasser da dran. Und bevor es richtig anfängt zu gammeln, wir haben so leichte Flecken schon gefunden, haben wir, ja, ganz genau da oben, ne? Ja. War auf einmal überall Schwitzwasser. Und heute Morgen sind wir aufgestanden und es war nichts. Also und gestern Morgen, wo die noch nicht drauf war, die haben wir gestern Abend, glaube ich, drauf gemacht. Mhm. Da war es eben. Da hat man diese Flecken. Ja. Und es war nass, ne? Ja. Deswegen, also bis jetzt können wir nur von einem Tag reden. Wurde im Übrigen auch in diesem Buch wärmstens empfohlen, dass man über die Wintermonate, wo dann die Räumlichkeiten mehr auskühlen und dann die Gefahr, dass sich diese feuchte, hohe Luftfeuchtigkeit an den Wänden oder an irgendwelchen Elementen niederschlägt, wird dringend dazu geraten, sich so eine Abdeckung zu besorgen. Das habe ich jetzt gemacht. 6 mm Plexiglas biegt sich so leicht durch, das heißt, in der Mitte haben wir so eine Senke. Könnte aber vom Vorteil sein, so dass das Kondenswasser zur Mitte läuft und abtropft. Wir brauchen kein Angst mehr, weil wir haben hier einen Seestern und ist nicht ganz so schlau. Und da haben wir auch öfters Angst gehabt, dass der uns rausspringt. Jetzt kann er nicht mehr weit raus. Meinst du, der Seestern kann rausspringen? Ja klar, der klettert da raus. Und seilt sich dann ab oder nimmt einen Fallschirm? Nein. Braucht nur Spaß. Meist sich runter, aber jetzt geht das nicht mehr, weil da eben eine Platte drauf ist. Du meinst jetzt einen verrückten Seestern, der sich schon mal die Füße in den Ventilator hält, in die Strömungspumpe. Ja, ganz genau. Der bewegt sich immer wieder ganz nach oben, da hinten hängt er gerade. Ne? Na, guck mal, er macht hier zwei Füße übereinander, er macht einen auf cool. Siehst du das? Na, der ist ja so ein abgewichster Hund. Und für diese Algen auf den Steinen haben wir jetzt hat Papa herausgefunden, dass wir einen Seeigel brauchen, den wir uns eigentlich zu Weihnachten uns allen schenken wollten und eigentlich noch einen Fisch. Aber das wird jetzt eben vorgeschoben. Aber den Fisch bekommen wir auf Weihnachten dann eben. Also, was ich festgestellt habe, ich habe noch nicht viele Korallen da drin. Wir haben eigentlich zu wenig Leben vielleicht im Aquarium. Wir werden das peu à peu aufstocken, allerdings mit den Sorten, die momentan in meinem Milieu da am besten zurechtkommen. Die werden wir aufstocken, ne, und noch ein paar andere Versuchsdinger dazu nehmen. Aber wie gesagt, wie er schon gerade sagte, wir haben diese unter dem Licht wirken sie braun, aber wenn man sie aus dem Wasser holt, sind sie doch grünlich. So Büschel von Algen, die sich überall vermehren. Habe ich die abgemacht. Aber 2 Tage später hat man sie wieder. Und dann habe ich im Internet recherchiert, viel recherchiert, im Buch recherchiert, überall recherchiert. Was kann man machen? Jeder hat so sein Geheimrezept. Natürlich hat das auch was mit den Werten im Wasser zu tun, aber die sind top. Und trotzdem haben wir diese Algen. Wir hatten anfangs ein bisschen Wasserprobleme, auch vor 14 Tagen, wo wir die Probe abgegeben haben. Hatten wir ein paar Wasserprobleme, waren aber nicht so weltbewegend. Ich habe das jetzt Ganze noch so weiter so gut eingestellt, wie es geht. Ja. Und trotzdem wachsen die Algen. Naja, was können wir machen? Wir müssen irgendwelche Fressfeinde uns besorgen. Guckt nicht so viel, weil googelt nicht so viel oder guckt eher in solchen Büchern, weil das Internet ist nicht immer ganz richtig. Wir waren bei einem, da haben wir ein paar Korallen noch gekauft und der hat uns dazu geraten, eher nicht im Internet so richtig nachzugucken, sondern auch im Buch. Und das ist eben richtig. Also es ist überall, weiß man nie, ob es richtig ist, aber im Buch kann man am besten nachgucken. Also das, was wir hier machen, ist nicht zur Nachahmung empfohlen, weil wir sind auch absolute Laien. Wir wissen auch nicht, was wir machen oder wie man es richtig macht. Deswegen ist das im Prinzip unser Familienprojekt, eigentlich so eine Versuchsveranstaltung, die euch zeigen kann, durch welche Höhen und Tiefen, durch welches Hoch und Tief man schreiten muss, um so ein Aquarium ans Laufen zu kriegen. Ich hoffe, dass wir es irgendwann soweit haben, dass es auch ansehnlich ist. Momentan ist es nicht so ansehnlich durch die vielen Kieselalgen. Aber wie du schon sagtest, im Internet kriegt man viele Informationen. Aber manchmal nicht immer unbedingt die richtigen. Oder man sucht sich dann die falschen aus, wie es uns passiert ist mit den Cyanobakterien. Da bin ich auf eine falsche Spur geraten und habe mich festgebissen und bei den Cyanos gelandet, obwohl ich keine hatte. Also auch mal so ein bisschen alte Literatur, also für die jüngeren Leute,
Das nennt sich Buch. Wenn man das aufschlägt, da geht nichts mit Wischen oder so, da muss man aufschlagen und da sind dann Bilder drin, bunte Bilder und Texte stehen dazu, wie das sich verhält. Also das hier ist halt das iPad von dem Herrn Gutenberg aus Mainz. Ne? Das ist die Urversion vom iPad. Ja. Ne? Also kann man nur empfehlen, vielleicht auch mal ein Buch wieder in zur Hand zu nehmen. Ja, wie gesagt, wir hatten eine Plexiglasscheibe da drauf gemacht, um die Kondensierung in den Griff zu kriegen. Es ist deutlich besser geworden, ne? Ja. Da waren wir gerade stehen geblieben. Und ja, was werden wir jetzt machen? Wir werden jetzt einen Wasserwechsel durchführen. Auf geht's! So, wir beiden gehen jetzt erstmal in unsere Garage, wo das Equipment für unseren Wasserwechsel wartet. Jetzt wird es erstmal richtig finster. Und auf geht's! Ganz kurz Licht anmachen. So sieht das Ganze aus. Hier ist unsere Auffüllstation. Das Fass ist voll mit Osmosewasser. Das werden wir gleich ein bisschen mit Salz versetzen. Und dieses Fass hier vorne nutzen wir, um Wasser abzulassen. Also im Prinzip 30, das sind 41 Liter oder 42 Liter haben die Fässer. Da ist jetzt ein bisschen mehr wie 30 Liter drin. Das werden wir entsprechend in gleicher Menge da abzapfen und durch dieses hier ersetzen. Wir haben, wie wir im einen Video schon gezeigt haben, da so eine Pumpe drin liegen, die uns das Wasser verwirbeln wird, die aber auch genutzt wird, um das Wasser ins Aquarium zurückzubekommen, ne? Yep. Und an den Schläuchen haben wir dran geklebt, dass hier Abwasser ist. Also das ist mit der Osmoseanlage, ne? Ja, mit der Osmoseanlage. Und Wasser dazu ist der hier. Das ist Wasser dazu aus dem Schlauch, aus unserer Wickeltonne, die wir in einem anderen Video hier schon mal gezeigt haben. Das ist viel leichter als das. Ja, ganz genau. Und das da ist der eigentliche Osmoseschlauch. Ne? Hier ist das Osmosewasser, das kommt hier an. Ne? Ja. Genau. So, das werden wir jetzt erstmal machen. Das heißt, wir werden erstmal dieses Fass hier, Magnus, das hier. Oh, ich kann den Schlauch drunter wegziehen. Das hier, das werden wir jetzt erstmal mitnehmen. Leg die Schläuche erstmal wieder da drin. Wir nehmen das hier mit. Das ist, glaube ich, das zum Abzapfen auch drin, ne? Ja, das ist das Abzapfen. Ja, da ist das drin. Warum wir die Pumpe? Nee, da ist das noch nicht drin. Das liegt alles noch hier vorne. Siehst du es? Stimmt, dass ihr hier hinpumpen. Ja, okay. Nimmst du das mit? Das nehme ich mit. Und da, warte, dann möchte ich den Leuten eben noch zeigen, das hier meinte ich. So eine Saugglocke. Ja. Das zeigen wir gleich, wie die funktioniert. Aber ich glaube, da ist nicht so viel drauf, dass wir die heute richtig gut benutzen müssen. Genau. Ne? Okay. So, ja, dann kannst du gleich anfangen. Ich helfe dir jetzt gleich erstmal die Plexiglasscheibe runterzunehmen. Ich stelle mal die Kamera hier so ein bisschen hin. So, die nehmen wir jetzt erstmal runter, die Plexiglasscheibe. Ja. Na, damit unsere Fische, jetzt nehmen wir sie runter, die Fische. Oh, wir können wieder durchatmen. Oh, ja. Ja, das ist ein bisschen. Oh, oh. Ja, das warte ist mal, komplett. Hol mal ein Tuch. Oh. Da läuft natürlich jetzt Kondenswasser runter. Aber besser hier kontrolliert, als dass es irgendwo hier an unseren Streben hängt, ne? Nee. Ja, hier an der Scheibe, ne? Aber da kommt gleich vielleicht noch Wasser hinzu, mal los. So. So, du ziehst Wasser hinter dir. Ja. So. Ja, so. Einigermaßen. Muss die Nase kurz bewegen. So. Was? Ja. Okay. Das Quietschen kommt jetzt im Übrigen von dir. Das Wichtigste ist, wir müssen die Pumpe ausmachen, ne? Jetzt. Aber muss jetzt ein bisschen nicht, Wasser, dass die irgendwie nachpumpt. So, das müsste dieser hier sein. Man denkt, sieht gleich, dass das Wasser schon und hörst du? Jetzt läuft der Schacht leer. Man sieht gleich, dass das Wasser hier ganz weg ist. Dann könnte man sagen, das Wasser bleibt doch. Nein, das wird sich natürlich für immer verwirbeln. Das ist nicht der gleiche Wasser genau an. Diesen Punkt. Ja. Weil wir eigentlich nicht wieder, aber wollte nur eine Wunschkurserklärung. So. Der Schacht läuft jetzt eben leer. Da können wir gleich einmal alles sauber machen, damit das für die Woche einmal fit ist. Ja. Also sozusagen der wöchentliche TÜV. Dass alles hier wieder laufen kann. So. Ich habe die zweite Kamera angestellt, damit ihr auch alles sehen könnt. So,
Wir sind hier oben rein, ne? Und wir müssen auch, die Fische gehen natürlich nicht in die Saugglocke. Das Fässchen so dicht wie möglich hier drunter. So. So, und jetzt können wir vielleicht, guck mal, drücken, nicht mit dem Daumen nur. Einfach mit der Faust, richtig mit der Faust. Genau, nochmal. Kannst du nicht, ist schwer, ne? Das ist schon wieder nach. Jetzt kommt nochmal, mit Schwung. Jetzt, genau, jetzt kommt es doch. Kannst du loslassen, lass mal da rein. So, jetzt können wir hier, Magnus, lass mal da drin. Lass mich da unten drin. Jetzt kannst du mal die GoPro nehmen, dass du das ein bisschen füllen kannst. Ja, wollte ich gerade auch. Wie wir das hier machen. So, da sieht man, was ich jetzt meinte. Da wirbelt sich das alles in die Saugglocke rein. Und den Sand werden wir natürlich danach wieder reintun, weil das wäre sonst schlimm. Irgendwann haben wir hier keinen Sand mehr drin, ne? Genau. Ne? Und wie man hier hinten sieht, ist es natürlich schon wieder, hier hinten ist wieder eine schön große braune Schicht. Und das natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist das sozusagen, machen wir das jeden Samstag. Jeden Samstag saugen wir 10% ab. Und das geht relativ gut. Und da sieht man jetzt auch schon, das Pumpenrohr, warte mal, das müssen wir schlagen, das Pumpenrohr guckt jetzt schon oben wieder drüber. Also es ist ordentlich Wasser weg, ne? Ja, da geht richtig was weg. Vor allem, wenn man so ein bisschen auf die Uhr achtet, das geht echt zügig, ne? Das ist jetzt nicht so, dass viele, Wasser weg, so muss man machen, ist Arbeit. Ich muss aufpassen, dass ich 10 Jahre nicht mit wegsauge. Und die Fische auch aufpassen. Ja, klar. Ne? Das machen wir hier noch ein bisschen. Schön. Halt auch die Kamera nicht, ja, dass du da hinhältst, wo es die Leute nicht sehen. Ne? Ja. Die wollen ja sehen, was passiert. Ne? Was wir hier machen. Übrigens, wir Amateure. Als Fische, also wer jetzt gerade das Video, wer noch nicht den ersten Teil gesehen hat, das sind, wir haben Clownfische. Genau. 4 Stück. Ne? 4 Stück an der Zahl, sind alle am Leben. Bis jetzt haben wir keine Verluste zu verzeichnen. Nee, ja. Nur zweimal. Einmal haben wir gedacht, eine wäre schon down. Nee, aber es ist alles gut gegangen bis jetzt. Ja. Eine Anemone haben wir verloren. Wir haben noch mal solche Turboschnecken gekauft. Ja, aber... Ja, wir haben nochmal Turboschnecken gekauft und die hat der Krebs, wie heißt der denn, Einsiedlerkrebs, gegessen und zwischen denen, da ist so ein dicker Büschel, der denkt ja, wieso macht man das nicht weg? Nee, der ist immer ganz woanders, weil das der Krebs ist, mit seinem Haus. Ja, ganz und genau. Und einer, wir hatten zwei, einer hat sogar schon wieder sein Haus gewechselt. Ja, ganz genau. Oder? Doch. Ja. Ja, ein Wechsel hat schon stattgefunden, die sind umgezogen. Ne? Ja, einer aber nur. Der andere, da warten wir noch drauf, aber ja, der hat noch nicht. Und man muss hier natürlich sehr gut aufpassen, dass man hier nicht den Sandseestern erwischt, ne? Ja. Weil der ist da hinten bei dir, der bei dir ist er da, wo die Saugglocke ist. Da ist er gerade. Echt? Ist er das? Nee. Das ist eben das. Hat sich irgendwas wieder gehäutet wahrscheinlich. Ja, das muss er einmal einsaugen irgendwie. Wie saugt man das nur ein? Saug es ein. Saug schon. Ja, ich versuche es. Nein. Ja, egal. Kann man nicht. So, müssen wir ein bisschen drauf achten, dass das Fass nicht gleich überläuft, mein Freund. Achso, ja, stimmt. Und da sieht man auch, der Sand schwimmt hier drauf. Und wie dreckig das Wasser ist, ne? Gegenüber das weiße Fass. Gegenüber das weiße Fass und da kommt richtig Turbo was raus. Also es tröpfelt nicht raus, sondern da kommt ordentlich was raus. Ne? Ja. Und es gibt jeden Freitagabend diese Flocken. Weil die haben Probleme. Die bleiben auf dem Sand liegen und dann gammeln die. Und das ist nicht gut. Deswegen machen wir das immer freitags, habe ich vorgeschlagen, weil samstags machen wir eben den Sand sauber, ne? Das ergibt dann mehr Sinn. Genau. Und wenn wir die Woche was ansammeln, dann muss man eben, das wäre blöd. Und man sieht, das Wasser ist fast weg. Und die Fische verstecken sich. Oh, die können es schon. Ja, die verstecken sich nicht. Warte, jetzt gehe ich jetzt mal zu 2 Stück hin. Also den anderen komme ich so schlecht, weil die sind in einer anderen Ecke. Da sind sie. 2 Clownfische.
So. Wir haben auch alle Namen. Hubbel, Bubbel, Pupum, Bub. Ich kann es mir nicht merken. Dein Hubbel, Bubbel, Bub und Pup. Hubbel, Bubbel, Pupum, Bub. So, aber gleich ist auch schon voll. Ja, voll, ne? Man sieht, wie dick das Wasser ist, ne? Wie dreckig. Ja. Und das machen wir auch okay, gleich nochmal, dass sie sauber, weil da sieht man ordentlich den Dreck. Ja, jetzt ist die auch mal lose. Welche? Diese hier, die müssen wir mal richtig ankleben. Oh, toll. Aber die wird ja eigentlich nie weg. So, jetzt sage ich mal, ist genug, ne? Warte mal, muss man. Hubbel, Bubbel, Huppen, Bub. Das sage ich aber gar nicht. Dann halt mal die Kamera drauf, damit die Leute mal sehen. So sieht die Kloake aus. Ne? Das ist ja schon. Und der Sand schwimmt auch richtig da drauf. Ja, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Doch, das Sand. Ja, das ist Sand, ja. Der Schutt da drauf. Und wir werden eben den Abschäumer, die machen wir heute einfach sauber. Wir machen heute eigentlich. Drehst du das Fass, dann trage ich den Schlauch. Wir machen heute eigentlich alles erstmal sauber, damit es erstmal wenigstens für die. Also die Filter machen wir heute sauber, die haben wir letztes Mal gar nicht sauber gemacht. Also ihr könnt sehen, was für eine Kloake das ist. Das wird allerhöchste Zeit. Und das ist jetzt gerade mal eine Woche her. Aber 4 Wochen haben wir das Wasser jetzt im Einsatz. Einmal die Woche im Wasserwechsel. Ich glaube, das ist, wenn man sich die Farbe des Wassers ansieht, das ist nötig. Ne? Jetzt. So, Markus, als nächstes müssen wir natürlich das Wasser von Kölle, nee, nicht von Kölle, vom Borgentreich. Ja. Uah. Ich will aufpassen, dass wir hier nicht so viel Wasser erstmal rauslaufen lassen. Und aus dem Schlauch das Wasser. Wer hat jetzt hier drin gelegen? Weiß ich warum? Jetzt mache ich folgendes: Den ziehe ich eben ab. Und dann kommt er da unten rein, die Pumpe. Ja. Und die stecke ich jetzt ein. So. Ja. Hey, Karussell. Ja. Da sind Saugnapfen dran. So. Okay. Jetzt wird das Wasser verwirbelt. Und machen wir mal als nächstes? Salz. Salz muss in die Suppe. In die Suppe. Dafür hast du jetzt eigentlich wieder Salz einmal gekauft? Ja, ich habe noch einen Eimer dazu gekauft. Aber das wird ja langsam. Hier ist es dann. 0-0, gut. So. Jetzt machen wir das Ding mal ein bisschen voll. Und da sieht man auch, wir haben nicht mehr viel Salz. Ja. Ist der andere immer noch voll? Ja, der ist nagelneu. Den habe ich schon auf Freitag gekauft. Yep. Das ist gut. So, wie viel brauchen wir? Wie viel Kilo? Wir haben 1,2 Kilo. Oh, die Leute können die Waage sehen. So, okay. Oh, das ist sogar ein bisschen mehr. Dann kipp ich jetzt wieder rein. Ja, kipp mal rein. So, wieder. Nochmal Salz. Man würde sagen, ich habe eine Wiederholung gemacht. Aber ja. So, dann können wir den Eimer auch mal, also das Brötchen kann man ausspülen. Dann ist das auch salzfrei. Ne? Zuckersalz muss ja schön da rein. So, jetzt müssen wir warten, bis das klar wird. Ne? Das dauert wie lang? 5 Minuten. Okay. Kamera aus. So, Leute. Das Osmosewasser, frisch angesetzte Osmosewasser mit Salz versetzt, ist so ziemlich ein bisschen ganz leicht in der Tiefe. Sieht man noch ein bisschen trüb. Aber ich denke das mal, gehen, ja. Das müsste gehen. Das ist gut. Ja. Ziehen wir einen Stecker. Pumpe raus. Und die brauchen wir eh gleich, oder? Ja, die brauchen wir gleich. Ich will nochmal, egal. Ja, um das Wasser ins Aquarium zu pumpen aus dem Fass, ne? Das kommt ja nicht von alleine. Das Absaugen funktioniert nur in einer Richtung, ne? Ja. Nicht in die andere Richtung. Wasser kann nicht berghoch fließen. Das ist so, liegt so an der Sache. Aha. Hat was mit Physik zu tun. Na ja. So, dann haben wir. So, Wir haben gerade im Übrigen nochmal gemessen. Wir haben den Osmosegehalt gemessen, der stimmt ganz genau. Wir haben so 34%. Ist also okay. Okay. So, sollte in Ordnung sein. Die Fische werden sich gleich freuen. Damit sie endlich wieder Wasser haben. Ja.
Brownout Water. So, jetzt brauchen wir noch diese Kerre, weil... Das geht viel einfacher. Das geht viel einfacher. Aber als wir müssen auch eine bessere zulegen. Ach, also, du immer mit zulegen. Zulegen bedeutet Geld ausgeben, mein Junge. Das fällt nicht vom Himmel, gerade in diesen Zeiten. So. Also ich finde, es ist klar, dass das... Ach, wieso klebt da eigentlich ein Stöpsel an der Seite? Das ist von der Pumpe. Das ist das Blöde bei der Pumpe. Die ziehst du immer so schnell wieder raus, ne? Ja, Schlauch und Pumpe. Mit meiner Pumpe. Wenn du mal das mit der Pumpe. Das ist meine Pumpe. Keine andere Pumpe. Deine Pumpe wie meine Pumpe. Ja, dann pumpen wir das da unten am besten rein, würde ich sagen. Wir pumpen das direkt ins Technikbecken. Und während die Pumpe läuft, stelle ich die Förderpumpe wieder an. So verteilt sich das langsam übers Technikbecken ins Aquarium, so dass die Fische nicht so was wie einen kleinen Schock erleben. So, Pumpe läuft. Okay, dann mach die Förderpumpe an. Dann mache ich die Förderpumpe wieder an. So, Wasser läuft oben rein. Das läuft aber ordentlich. Ja, ne? So. Nachteil ist, ja, unsere Wassertemperatur geht drastisch nach unten. Aber der Vorteil ist, das Wasser vermischt sich erstmal mit dem Technikbecken Wasser, was 30 Liter sind, bevor es dann da nach oben ins Becken reinknallt. Ne? Eigentlich müsste man, wenn man sowas macht, wahrscheinlich noch einen Heizstab hier in dieses Fass halten, damit die... Oh, ich will doch gar nicht sehen. Oh, jetzt. Noch und rausgeschossen. So. Und hier kommt rein. Perfekt. So. Und zeig mal die Temperatur eben. Weil ich muss, warte, ich muss jetzt gleich die Förderpumpe von dem Fass wieder anstellen. Sonst pumpt mir die Förderpumpe das leer. Halt mal fest. So. Und auf geht's. Damit wir kein Trockenlock erleben. Ja. So, jetzt vermischt sich das Ganze. Zehn vor. Jetzt ist das Becken gleich wieder voll. Ja. So schaut das aus. So, du musst weg? Ja. Okay, dann geh du deinem Sport nach. Ich werde dieses hier zu Ende filmen. So. Die Überlaufkante ist somit erreicht. Und das Wasser, man hört es schon, es poltert jetzt zurück. Der Überlaufkanal läuft voll. Und ach, es ist auch meine Förderpumpe jetzt hier am Ende. Ja. Diese Saugnopfen, die da dran sind bei dieser Pumpe hier, die kann man vollkommen verschenken. So. Das ankannt das Ganze hier, damit wir wirklich den letzten Tropfen rausgesaugt kriegen. So, mehr wird nicht gehen, die wird jetzt gleich Luft ziehen. So, und dann schalten wir sie aus. So. So. Im Technikbecken ist natürlich die Temperatur jetzt rapide abgefallen. Vielleicht sollte ich mir beim nächsten Mal irgendwas einfallen lassen, um das Ganze schonender hineinzubekommen. Das Becken ist wieder voll mit klar Wasser. So, das war Wasserstandsmeldung 3.0. Das Wasser, wie gesagt, in der vierten Woche oder vier Wochen sind rum. Ich habe immer noch Rotalgenteppich, der wird mal mehr, mal weniger. Also manche Tage denke ich, juhu, ich habe es überstanden und nächsten Tag ist es doch wieder da.
Aber es, in der Summe geht es wohl ein bisschen zurück, dafür werden die Fadenalgen mehr. Ich muss, wie gesagt, wie ich es im Video schon angekündigt habe, mir so einen Seeigel besorgen. Einen Pfaffenhutseeigel soll sehr gut sein, der ist nicht groß und frisst für sein Leben gern diese Fadenalgen. Den werde ich mir zulegen, der wird auch wahrscheinlich nicht von einem Einsiedlerkrebs bedrängt oder belästigt oder sogar aufgefressen, was nämlich bei meiner Cleaning Crew so gefühlt der Fall ist. Ich habe das Gefühl, die Schnecken, die ich gekauft habe, davon ist nur noch die Hälfte da und der Einsiedlerkrebs, der ihm geht es gut, der wird immer dicker und fetter. Und warum? Ja, weil er die Klinik-Crew wahrscheinlich auffrisst. Ja, das war es erstmal zum Wasserstandsmeldung 3.0. Ich hoffe wieder auf eure Meinung, was ich noch machen kann, was ich besser machen kann, was ich umändern muss, was ihr mir empfehlen könnt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Borgitech. Ja, der Sohnemann ist schon weg, der muss nämlich zu seinem Sport. Leichtathletik, glaube ich, ist heute. Der hat ja einen vollen Terminkalender. Leichtathletik, Tischtennis, ach. Leck mich am Arsch. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Borgitech und ciao.